wir haben in der Ökologiedebatte immer dieses oder, Wasserstoff oder dezentrale, lokale Energiesysteme und so. Und ich denke, es kommt auf das und an und es kommt darauf an, es jeweils in den Kontexten verantwortungsvoll und zwar ökologisch verantwortungsvoll zu nutzen. Und dann kann jede Lösung ihren Stellenwert haben. Willkommen zu Future Changers, dem Podcast der Körperstiftung für nachhaltige Innovation. Ich bin Anna Schunk und in dieser der ersten von 6 Folgen geht es ums Generelle, um Bioökonomie, sprich Herstellungsverfahren, Materialien oder Dienstleistungen mit und aus nachwachsenden statt fossilen Rohstoffen. Es geht um technisches und biologisches Wissen, das bestenfalls zu einem nachhaltigeren und zukunftsfähigeren Wirtschaftssystem beitragen kann. Wobei Erdöl und Kohle und Co. nicht einfach biologisch ersetzt werden können. Das haben die Beispiele Biosprit und überdimensionierte Biogasanlagen gezeigt. Vielmehr geht es um technologische Innovation und um Kreislaufwirtschaft. Zu Gast in dieser Folge ist eine, die sich damit auskennt. Christiane Gräfe ist Journalistin und Sachbuchautorin. Sie arbeitet als Redakteurin und Reporterin in der Hauptstadtredaktion der Wochenzeitung Die Zeit. Ihre Themen sind unter anderem Globalisierung und Entwicklungspolitik, Landwirtschaft, Ökologie und eben Bioökonomie. Damit befasst sie sich auch in ihrem jüngsten Buch Global Gardening. In unserem Gespräch geht es um eben diese krassen Zukunftsentscheidungen, die jetzt getroffen werden und getroffen werden müssen. Christiane Gräfe stellt klar, dass es nicht nur um die potenzielle Endlichkeit des Rohstoffes geht, sondern dass es sich ab einem gewissen Aufwandsgrad auch gar nicht mehr lohnt, Erdöl zu fördern. Wir reden darüber, ob und wie das chemische Jahrhundert jetzt vom biologischen Jahrhundert abgelöst wird, über weiße und grüne Gentechnik, über die Wichtigkeit persönlicher Einflussnahme und darüber, wie Technik neue gesellschaftliche Werte schaffen kann. Viel Spaß! In ihrer Autorinnenbeschreibung bei der Zeit steht ja, was sie antreibt, sei die Spannung, unter anderem zwischen Technik und Gesellschaft, Wirtschaft und Ökologie, Natur und Beschleunigung. Warum liegt besonders aktuell da gerade so ein riesengroßes Spannungsfeld? Na, ich denke, das liegt daran, dass wir im Moment sehen, dass die ökologischen Krisen, über die wir uns eigentlich seit mindestens 30 Jahren, länger, seit fast 50 Jahren bewusst sind, dass die sich anfangen, wirklich sehr konkret zuzuspitzen und auszuwirken. Und dass von daher Entscheidungen darüber, wie wir ihnen begegnen, ob mit technischen Mitteln, ob eher mit neuen sozialen Organisationsformen und vor allen Dingen, wie sich beides miteinander verbindet, dass wir da jetzt wirklich vor sehr, sehr ernsthaften und wichtigen Zukunftsentscheidungen stehen und sich die Spannung, die mich immer schon fasziniert hat, jetzt sehr, sehr verdichtet und zuspitzt und es sozusagen richtig ernst wird. Es war schon lange ernst, aber jetzt wird es richtig ernst. Und denken Sie da dann eher endlich oder, oh mein Gott, warum nicht schon früher? Also ist das was, was Sie eigentlich noch mehr antreibt oder haben Sie eigentlich ein bisschen Schiss, dass es zu spät sein könnte? Naja, das warum nicht schon früher ist ja eine unproduktive Sache. Ja, insofern treibt mich eher an, lass uns jetzt gucken, wo faszinierende neue Möglichkeiten sind, wo sich Chancen eröffnen. Und klar denkt man dann zwischendurch, es ist traurig, dass es nicht alles schneller gegangen ist und dass sich Mehrheiten nicht schneller haben organisieren lassen für, sagen wir mal, erneuerbare Energien oder Kreislaufwirtschaft oder all die Dinge, von denen jetzt doch inzwischen alle überzeugt sind. Das stimmt. Und weil wir ja nach vorne gucken wollen, ist ja durchaus die Bioökonomie ein Thema, das uns da helfen könnte, wirklich Lösungen zu finden. Was meinen wir denn eigentlich konkret, wenn wir von Bioökonomie sprechen heute? Das hat sich ja auch verändert in den letzten Jahrzehnten. Das ist richtig und ich glaube, man kann an der Stelle gar nicht das Wort wir verwenden, weil das Wort Bioökonomie verwenden unterschiedliche Akteure meistens mit unterschiedlichen Bedeutungen und das liegt unter anderem an seiner langen Geschichte. Also gemeinsam ist den verschiedenen, ich sage jetzt mal, Begriffsverwendern in der Wissenschaft, in den Regierungen, in der Wirtschaft, dass sie für sich beanspruchen, eben die ökologischen Krisen und auch die Versorgungssicherheit miteinander verbinden zu wollen. Also ich zitiere vielleicht mal aus der Bioökonomiestrategie der Bundesregierung. Da heißt es, man wolle einer wachsenden Weltbevölkerung wirtschaftlichen Wohlstand und das Recht auf Entwicklung ermöglichen, dabei aber zugleich
die Lebensgrundlagen für Menschen, Tiere und Pflanzen durch einen geringeren Ressourcenverbrauch erhalten und außerdem auch noch das Klima schützen. Also wenn man so will, ist es die eierlegende Wollmilchsau und die muss aber auch sein. Also diese Verbindung muss man herstellen und aus meiner Sicht ist Bioökonomie als eine Art Überbegriff über sehr vielen verschiedenen Dingen, die wir machen, wenn wir biologische Ressourcen verwenden oder wenn wir mit den natürlichen Lebensgrundlagen umgehen, macht der durchaus Sinn. Wir verstehen aber, wie gesagt, unterschiedliche Akteure was anderes drunter. Also er wurde eigentlich aufgegriffen um die Jahrtausendwende 2000 mit den Fortschritten der Gentechnologie. Da gibt es also eine Fraktion, die ist vor allen Dingen begeistert bei der Vorstellung, mit Hilfe gentechnischer Verfahren, die Natur sozusagen zu optimieren. Dann gab es die gesagt haben, damit schafft ihr nur neue Probleme. Und Bioökonomie ist vor allen Dingen der Versuch, fossile Grundlagen durch biologische zu ersetzen. Das kam auf im Zusammenhang mit Energiekrisen, wo man dann gesagt hat, wir müssen uns unabhängig machen vom Erdöl und umsteigen auf zum Beispiel Algen oder eben Biomasse als Grundlage für Sprit oder die Energieversorgung. Dann kamen damit auch Probleme auf. Dann kam sozusagen das große Thema Klimaschutz und können wir nicht da auch viel erreichen, wenn wir statt Öl zu verbrennen, Gas zu verbrennen, Kohle zu verbrennen, uns mit biologischen Grundlagen beschäftigen. Das sind also alles sehr unterschiedliche Herangehensweisen. Man will eben alle wirtschaftlichen Prozesse, einschließlich auch, sage ich mal, der Lebensmittelerzeugung, Logistikverfahren und so weiter, auf entweder Biomasse als Grundlage stellen oder aber auch sich abgucken, was die Natur für Tricks hat, also wie sie selbst sich organisiert, ihr Dinge abschauen. Der Begriff ist sehr weit und ich habe, das Ganze wird dann immer auch noch mit der Hoffnung verbunden, dass man zugleich Wirtschaftswachstum erzielen kann mit Innovationen, die aus diesen neuen technologischen Fortschritten erzielt werden. Und dabei fand ich besonders interessant, dass der eigentliche ursprüngliche Gedanke hinter der Bioökonomie ein ganz anderer war. Der wurde nämlich in den 70er Jahren erfunden, also als es so das allererste ökologische Erschrecken gab, als auch das berühmte Buch Die Grenzen des Wachstums erschien. In dieser Zeit etwa hat ein rumänischer Wirtschaftswissenschaftler, der in Amerika lebt, Nicolas Georgescu Rögen, den Begriff Bioökonomie erfunden und er hat ihn eben erfunden eigentlich als Vorstellung von einem Wirtschaftssystem, das sich vom Wachstum verabschiedet und das sich fügt in die planetaren Grenzen, so hat man es damals noch nicht genannt, aber eben in die Grenzen, die uns die Natur setzt, mit eben nur begrenzten Möglichkeiten von Wasser, von Land, von biologischen Erzeugnissen, die wir überhaupt herstellen können. Er hat damals gesagt, dass jeder neu gebaute Cadillac die Lebenschancen der zukünftigen Generationen beschneide. Heute würde man vielleicht sagen, jeder neu gebaute SUV. Und man kann eben sagen, vielleicht auch jeder auf biologischer Grundlage neu gebaute SUV beschneidet die Lebenschancen zukünftiger Generationen, wenn wir die Bioökonomie nicht gut organisieren. Also ich finde, es ist sehr interessant, zurückzugreifen auf Georgescu Rögen, weil wir heute eigentlich wieder an dem gleichen Punkt stehen. Wir sehen, wir haben schon eine Menge versucht mit Biomasse und es hat viele Probleme gegeben und wir müssen einfach schauen, wie bleiben wir in dem, was man heute die ökosystemaren oder auch die planetaren Grenzen nennt, wenn wir uns auf diese Grundlage neu orientieren. Ja, weil Wirtschaft ohne Wachstum kriegen wir ja aktuell wahrscheinlich noch weniger hin. Ja, die Frage ist, das ist natürlich so eine ganz große Grundsatzdebatte, gar kein Wachstum, womöglich sogar Degrowth, wie das einige fordern, wobei ich auch den Eindruck habe, das ist eigentlich noch nicht wirklich so durchdacht, dass man sagen kann, wie das funktionieren soll. Oder aber anderes Wachstum, also Wachstum von Werten, sagen auch manche, von sozialen Werten, von ökologischem Tiefgang vielleicht, ja, also dass man Ressourcen intensiver nutzt, bewusster nutzt, sparsamer nutzt, effizienter nutzt, auch das kann Wachstum hervorrufen. Ich glaube, da ist die Antwort noch nicht klar. Ganz sicher ist, dass wir kein blindes Mengenwachstum mehr uns leisten können und schon gar nicht angesichts einer wachsenden Bevölkerung, aber jetzt schon nutzen wir ja sehr
sämtliche ökologischen Systeme. Also wir müssen mindestens ein anderes Wachstum haben. Knapp 7,8 Milliarden Menschen bevölkern laut Stand von Mitte Juli 2020 derzeit die Erde. Und wir werden immer mehr. Zurzeit wächst die Weltbevölkerung pro Jahr um ca. 82 Millionen an. Das entspricht in etwa der Einwohnerzahl Deutschlands. Wenn die Erde ein Dorf mit 100 Einwohnern wäre, kämen heute davon 59 aus Asien, 17 aus Afrika, 10 aus Europa, 8 aus Lateinamerika, 5 aus Nordamerika und einer aus Ozeanien. Und im Jahr 2050 würden in dem Dorf schon 128 Menschen leben. Auf der ganzen Welt werden in 30 Jahren laut UN-Bevölkerungsprojektion rund 9,7 Milliarden Menschen zu Hause sein. Wenn wir jetzt zum Beispiel erdölbasierte Materialien durch biologischere ersetzen, könnten wir dann nicht stattdessen auch einfach versuchen, weniger zu nutzen? Wäre nicht weniger ist mehr für eine Gesellschaft der viel bessere Schlüssel, als jetzt neue Wege zu suchen? Ich denke, das ist kein Gegensatz. Also nach meiner Auffassung sind die ökologischen Krisen heute schon so zugespitzt, dass man sich kein Oder mehr leisten kann. Also ich bin auch der Ansicht, wir müssen weniger nutzen. Mhm. Aber alle Wege nutzen wahrscheinlich, ne? Aber zugleich alle Wege nutzen, wobei eben das Umsteigen auf biologische Rohstoffe durchaus heikel ist. Also man muss sehr genau gucken, ist das dann tatsächlich ein Fortschritt für die Klimabilanz und für die Ökobilanz oder entstehen durch den wachsenden Bedarf an pflanzlichen Ressourcen zum Beispiel, entsteht dadurch neuer Druck auf Wasser, auf Boden, auf Landnutzung und so weiter. Also das ist eine sehr feinfühlige Angelegenheit, die eine sehr genaue politische Steuerung erfordert. Aber wie gesagt, ich denke, es ist etwas, was zusammengehen müssen. Wir müssen weniger produzieren und wir müssen es besser produzieren. Und die Alternative ist halt immer Erdöl. Und Erdöl ist auch natürlich Umweltschädigung. Ja, definitiv. Und ja auch einfach bald alle. Da gibt es durchaus Zweifel. Das ist eine Frage des Preises. Also die Voraussage, dass das Erdöl bald alle ist, die ist jetzt schon 50 Jahre alt. Und je teurer es ist, desto mehr lohnt sich eben auch Erdöl noch aus Gesteinsschichten oder womöglich gar vom Meeresboden zu holen mit aufwendigeren technischen Verfahren. Also wie schnell das alle ist, das weiß man noch nicht. Sicher ist, dass der Aufwand zu groß ist, dass dadurch Umweltgeschädigung wird, dass wir dann Verbrennungsprozesse haben, die das Klima anheizen. Deswegen ist aus meiner Sicht die Frage, ob es endlich ist, inzwischen weniger relevant als die Frage, dass es möglichst wenig noch gehoben werden sollte und erst recht verbrannt werden sollte. Sprich, wir brauchen auf jeden Fall die Alternativen und potenziell auch eine Mischkalkulation, weil es ja die eine Lösung auf dem Weg in Richtung mehr Nachhaltigkeit und bessere Ressourcennutzung wahrscheinlich nicht gibt, oder? Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wir haben in der Ökologiedebatte immer dieses Oder. Wasserstoff oder dezentrale, lokale Energiesysteme und so. Und ich denke, es kommt auf das Und an. Und es kommt darauf an, es jeweils in den Kontexten verantwortungsvoll und zwar ökologisch verantwortungsvoll zu nutzen. Und dann kann jede Lösung ihren Stellenwert haben. Aber eben zu sagen, alles jetzt auf Biomasse umzustellen, ist fatal, weil das dann meistens im Zuge der großen Mengen lokalen Druck erzeugt und auch global Druck erzeugt. Und das haben wir ja gesehen an den Erfahrungen mit Biosprit und Bioenergie, wo man eben... Tank oder Teller. Richtig, Tank oder Teller, wo man eben viel zu schnell sozusagen die eine Superlösung versucht hat, politisch festzunageln. Und das führte dann dazu, dass wir hier in Deutschland, die wir nicht genug Fläche haben für zum Beispiel eine Beimischungsquote oder in Europa, nicht nur in Deutschland, dass wir sehr, sehr viel Biomasse importieren mussten und wollten und damit in anderen Ländern enormen Schaden angerichtet haben. Also Stichwort Landgrabbing, Stichwort Umwandlung von Ackerflächen in Rohstoffplantagen für Rapsöl, für Palmöl, für Zuckerrohr, für alle möglichen Pflanzen. Das ist, glaube ich, eine Erfahrung, aus der eine Menge gelernt wurde und
Das Risiko besteht weiter, wenn wir jetzt nicht nur Sprit und Energie, sondern womöglich auch noch andere Dinge auf dieser Grundlage erzeugen wollen. Aber man muss sagen, dass in der Bioökonomie-Debatte inzwischen auch zumindest nicht mehr nur auf Biomasse gesetzt wird, sondern zunehmend auf die intelligente Nutzung von biologischem Wissen und dem Einsatz von beispielsweise Enzymen, mit denen man industrielle Prozesse optimieren kann. Und auch in der Landwirtschaft und in der Erzeugung von Lebensmitteln eben Technologien, mit denen intelligent und auf ökologischer Grundlage Produktion gesteigert oder verändert oder auch lokalisiert werden kann. Also da versteht jeder wieder auch wieder was anderes. Es ist eine sehr, sehr spannende Diskussion, wie man es dann konkret so ausgestaltet, dass es wirklich einen ökologischen Nutzen hat. Aber es geht nicht ohne Landwirtschaft eigentlich, ne? Wird die da genug mit einbezogen aktuell in der Debatte? Das ist ein Schlüssel, natürlich. Also vielleicht sollte ich mal kurz was dazu sagen, was die Hintergründe sind dafür, dass die Bioökonomie im Moment wieder so eine Art Konjunktur erfährt. Dahinter stehen die enormen Fortschritte, die es in zwei Bereichen der Wissenschaft gibt. Das ist auf der einen Seite die Digitalisierung. Wir können heute eben mit einer zuvor nie gekannten Geschwindigkeit Daten analysieren und Daten nutzen. Und das macht man sich auf der einen Seite eben in den Biotechnologien zunutze, wo die Gentechnik, die bisher also sehr ungenau gearbeitet hat, jetzt viel, viel genauer Erbgut analysieren kann und auch verändern kann. Und das kann man nutzen, wie gesagt, sowohl in der grünen Gentechnologie als aber vor allem auch in industriellen Prozessen, wo man dann mit Enzymen statt mit anderen Mitteln zum Beispiel, ich sage mal das schönste Beispiel, Waschpulver so herstellen kann, dass man nicht mehr bei 100 Grad Wäsche kochen muss, sondern dass 40 Grad Temperatur schon die gleiche Waschleistung bringen, womit man natürlich eine Menge Energie... Darf ich Sie kurz unterbrechen? Ja. Ist das ein Resultat aus Gentechnik? Das ist ein Resultat aus, ja, Gentechnik oder zumindest jedenfalls der genaueren Genomanalyse von Mikroorganismen. Das finde ich ein ganz interessantes Argument, weil ja viele, ich sage mal, Ökos oder nachhaltig interessierte Menschen gleichzeitig eher kritisch gegenüber Gentechnik stehen und auf der anderen Seite sich wahrscheinlich sehr, sehr freuen, wenn wir Energie sparen können, indem wir kälter waschen, ne? Da muss man, glaube ich, sehr unterscheiden zwischen der grünen Gentechnik und der sogenannten weißen Gentechnik. Also das ist das, was ich jetzt gerade beschrieben habe, wo das Wissen und auch der gezielte Einsatz von Mikroorganismen, das können Pilze sein, das können Bakterien sein, für industrielle Verfahren solche positiven Effekte sowohl auf die Energiebilanz, aber zum Beispiel auch auf die Verringerung von schärferen und umweltschädlichen chemischen Substanzen haben kann. Da sind eigentlich auch die Grünen relativ früh überzeugt gewesen und haben immer nur gesagt, wir müssen aufpassen, dass solche Organismen nicht in die Außenwelt gelangen. Und dann müssen wir auch nochmal gucken. Kurze Frage, die grünen Menschen oder die Grünen als Partei? Beides, also die Ökologen und die Grünen als Partei. Also es gibt immer noch eine Skepsis, sobald das Risiko besteht, dass es in die Umwelt gelangt. Aber solange eben solche Organismen nur innerhalb der industriellen Produktion genutzt werden und dann, wie auch immer, entsorgt werden, vernichtet werden, haben eigentlich auch Ökologen nichts dagegen. Bei der grünen Gentechnik ist es was anderes, weil es da natürlich in die Natur geht und weil dann das Risiko besteht, dass sich gentechnisch veränderte Pflanzen oder auch Organismen, wenn man zum Beispiel biologischen Dünger oder so sieht, dass die einfach die Natur verändern und dass man nicht absehen kann, in welcher Weise das geschieht. Also da liegt sozusagen die Skepsis. Können Sie diese Skepsis verstehen, persönlich jetzt als Christiane Grefer? Ich teile diese Skepsis, absolut. Ich finde, man muss sehr, sehr genau wissen, was man tut, wenn man unmittelbar so massiv eingreift in natürliche Prozesse. Und wir haben ja auch schon Beispiele gehabt, dass die Gentechnik, zumindest wie wir sie bisher gehandhabt haben, eine ganze Menge Nebenwirkungen hatte, die so nicht vorhergesehen worden sind. Also da bin ich zumindest auch der Meinung, dass man das sehr, sehr genau testen muss und dass man eine
kluge Risiko- und Kosten-Nutzen-Rechnung machen muss, bevor man gentechnische Verfahren in der Landwirtschaft einsetzt. Nützt es, also was ist denn der Nutzen? Ist da auch die richtige Frage gestellt? Also bisher war es ja zum Beispiel so, dass die Gentechnik eigentlich vor allen Dingen dazu genutzt wurde, dass Pestizide verträglich wurden. Das heißt, dass man Pestizide besser einsetzen kann. Das finde ich persönlich, ist das Risiko nicht wert, dass man womöglich andere negative Effekte in der Umwelt hat. Wenn man jetzt eine Pflanze züchten könnte, die wirklich zum Beispiel Trockenheit besser verträgt oder auch Fluten, wie wir das in der Zukunft womöglich öfter erleben infolge des Klimawandels, dann wäre es zumindest mal eine andere Kosten-Nutzen-Abrechnung. Bisher ist da noch nicht viel passiert. Also die Veränderungen, die solche Eigenschaften ermöglichen würden, sind so komplex, dass sie auch mit dem besseren und raffinierteren Wissen, über das wir heute verfügen oder über das Biologen heute verfügen, dass es bisher noch nicht erzielt wurde. Also von daher, ich finde, es ist eine sehr ernsthafte Kosten-Nutzen- und Risikoabwägung, die da sein muss. Da gibt es einen großen politischen Streit über die rechtlichen Voraussetzungen, weil eben es jetzt immer heißt, wir können gezielter eingreifen ins Genom, deswegen müssen wir nicht mal so streng sein bei den Risikoprüfungen. Also da bin ich noch sehr skeptisch, ob das stimmt. Generell, Sie haben es ja weiter vorne im Gespräch auch schon angesprochen, brauchen wir, glaube ich, in der Entwicklung und generell in der Bioökonomie ja jemanden, der danach schaut, dass wir keine Fehler begehen, ich sag mal wir, die wir später bereuen als Gesellschaft, oder? Wer ist denn da die Instanz, die uns vor uns selbst schützt oder schützen kann? Ist das vor allem die Politik? Also ich denke, das sind wir alle. Vielleicht darf ich ganz kurz noch, weil ich ja gerade von den wissenschaftlichen Fortschritten gesprochen habe, und Sie nach der Landwirtschaft gefragt hatten. Die Digitalisierung, also die Fortschritte in der Digitalisierung werden eben auch in der Landwirtschaft zunehmend genutzt. Und auch da ist die Frage, werden sie genutzt, um mit sogenannter Präzisionslandwirtschaft, also die ermöglichen soll, durch Geodaten und Bodendaten und die Verarbeitung von Daten insgesamt eben weniger Pestizide einzusetzen, gezielter Düngemittel einzusetzen. Also werden diese Daten genutzt, um Wirtschaftsmacht zu erhöhen, so ähnlich wie wir das mit Google und Amazon kennen, oder werden sie wirklich genutzt, um lokal eine ökologisch verantwortlichere Landwirtschaft auf die Beine zu stellen, die mit weniger Chemikalien auskommt? Das wollte ich noch kurz loswerden, weil das auch ein ganz wichtiges Thema in der Bioökonomie ist, diese sogenannte Präzisionslandwirtschaft. Ja, super wichtiges Stichwort, aber auch wieder bei mir die Frage nach der Kontrollinstanz. Oder bin ich da jetzt ein Kontrollfreak? Nein, Sie sind überhaupt kein Kontrollfreak. Das ist eine Schlüsselfrage. Ich habe das ja eingangs gesagt. Wir müssen Rahmenbedingungen schaffen, die richtigen Rahmenbedingungen schaffen, damit die Bioökonomie in den planetaren Grenzen bleibt und damit sie die richtigen Fragen beantwortet und nicht unser Wirtschaftssystem sozusagen auf, in Anführungsstrichen, dasselbe in Grün stellt, denn das wird nicht reichen. Und wer ist es? Ich würde mal sagen, das sind wir alle, das ist bei allen anderen Themen auch so. Das ist das Zusammenspiel zwischen Zivilgesellschaft und parlamentarischer Kontrolle und Regierung. Und ich glaube, es ist sehr wichtig, dass sich Bürger, Konsumenten, dass wir alle uns mit diesen Fragen auseinandersetzen und lernen und uns organisieren und artikulieren, wie wichtig uns die ökologische, die Rettung, sage ich jetzt mal, denn es ist ja inzwischen so ernst, ne? Die Rettung der letzten natürlichen Ressourcen, Boden, Wasser, Biodiversität sind und damit dann müssen wir das artikulieren und auf den parlamentarischen Prozess einwirken, uns in Parteien engagieren. Also wir haben ja das große Glück, in einer Demokratie zu leben, in der jeder Einfluss nehmen kann. Und sollte, da bin ich total bei Ihnen. Auf jeden Fall, das ist ein Privileg, das genutzt werden muss. Mhm, so ist es. Und viele sagen immer, ich alleine kann sowieso nichts machen. Ich glaube, das ist in der Tat eine Überforderung, dass man alleine die Welt rettet. Aber jeder kann sich auf ein bestimmtes Gebiet vielleicht stürzen und sich da kundig machen. Wir haben über das Internet, auch das ist ja ein Fortschritt der Digitalisierung, zwar viel Desinformation, aber wir haben vor allen Dingen viele, viele Chancen, uns zu informieren.
informieren. Und wenn Corona hoffentlich bald vorbei ist, können wir auch wieder gemeinsam uns treffen und diskutieren und nach den besten Wegen suchen und uns streiten und, ja, wie gesagt, politische Rahmenbedingungen mit beeinflussen. Die Industrie, die ein großes Interesse hat an zum Beispiel Patenten auf diese neuen digitalen Technologien, die nimmt auf jeden Fall Einfluss. Und umso wichtiger ist es, dass auch alle anderen Perspektiven artikuliert werden und womöglich auch mit Druck durchgesetzt werden und dass sich Bürger auch mit Wissenschaft auseinandersetzen. Im Moment ist das ganze Thema Bioökonomie noch in sehr hohem Maße, das muss man vielleicht auch sagen, ein Wissenschaftsthema. Ja, voll. Und ich bin mir ehrlich gesagt nicht so sicher. Und ich glaube, Sie haben es auch mal gesagt in einem älteren Interview, dass die Leute überhaupt wissen, was Bioökonomie ist. Und außerdem befürchte ich, dass es so eine Art Schwellenangst gibt, weil das halt so wahnsinnig biologisch nach Forschung und nach einfach sehr viel IQ klingt und gar nicht so sehr nach so einer direkten Anwendbarkeit. Ist es so, dass Leute sich, also dass sich so eine breite Masse der Gesellschaft vorstellen kann, was Bioökonomie überhaupt ist, und müsste man da vielleicht das Wording ändern? Ja, das ist eine spannende Frage, die wird in diesen ganzen, in der Tat bisher noch so ein bisschen hermetischen und elitären Kreis derer, die sich mit Bioökonomie beschäftigen, auch diskutiert. Und ich finde den elitären Kreis immer so schwierig bei so Weltrettungsfragen, weil da müssen ja eigentlich alle mit. Ja, aber ich sag mal, Bioökonomie aus meiner Sicht ist ein Begriff, der etwas sehr Wichtiges leistet, weil er etwas zusammendenkt. Wir haben biologische Grundlagen nur einmal. Also man kann sie nur einmal nutzen. Aber alle wollen sie nutzen. Die Leute, die Bioenergie produzieren, wollen sie nutzen. Die Nahrungsmittelproduzenten wollen sie nutzen. Die Leute, die jetzt aus Algen Textilien machen wollen oder andere Produkte, wollen die Flächen. Wir haben das alles nur einmal. Und deswegen ist es sehr wichtig aus meiner Sicht, dass sich alle mal zusammentun. Und das ist Bioökonomie und sagen, so, wo sind jetzt die Prioritäten? Holz ist ein wichtiges Stichwort, der Wald. Was machen wir mit Holz? Schieben wir das in den Ofen und verbrennen es in Pellets? Oder nutzen wir es erstmal als Möbel? Dann machen wir daraus vielleicht erstmal Chemikalien oder neue Baustoffe, die tatsächlich auch eben mit Hilfe von neuen technologischen Verfahren leichter und effizienter sind. Und ganz am Schluss wird es verbrannt. Man nennt das Kaskadennutzung. Das ist für mich ein wichtiges Beispiel, was zeigt, die müssen alle miteinander reden. Also die Landwirte, die Förster, die Wirtschaft, die Politik, die Technologieentwickler, die müssen alle miteinander reden, damit nicht die dümmste Nutzung passiert, also sprich Holz einfach zu verbrennen. Das ist Bioökonomie und ich glaube, das ist in der Tat dann eher was für Experten, die dann zusammenkommen. Aber die verschiedenen Teilbereiche, in die kann sich jeder eindenken und auch selbst in das System kann sich jeder eindenken und lesen. Ich erinnere mal, und da bin ich bin ja nun nicht mehr die Jüngste, ja, wir hatten eine riesige Debatte über die Kernenergie und Atomphysik und Endlagerung und all diese Fragen sind ja auch kein Pappenstiel. Auch kein Allerweltsthema. Und trotzdem hatten wir eine breite gesellschaftliche Bewegung, die sich kundig gemacht hat oder die sich zumindest ausgesucht hat, wen sie überzeugen davon. Natürlich sind das nicht alles Atomphysiker geworden und niemand wird Bioökonomie-Spezialist werden oder einige werden es werden, aber nicht viele. Aber man sieht ja, wem vertraue ich mir? Wer hat die überzeugenderen Argumente? Wer stellt sein Wissen in welchen Zusammenhang und in welchen Wertezusammenhang, in welchen Interessenzusammenhang? Und dazu würde ich behaupten, ist schon jeder Bürger in der Lage. Und da gibt es auch andere Beispiele noch als die Atomphysik, wo Bürger, also ich nenne nochmal die Photovoltaik, auch, ne? Die ganzen erneuerbaren Energien, die sind auch aus der Gesellschaft vorangetrieben worden. Also da sollten Bürger sich nicht die Schwellenangst halte ich für unbegründet. Ja, also nicht jeder muss das, aber viele können das und viel mehr können das, als sich das zutrauen. Das ist, glaube ich, auch ganz wichtig. Vielleicht ist dies jetzt aber auch der Punkt, an dem wir mal kurz vielleicht darauf eingehen sollten, welche Bereiche das eigentlich sind, in denen Bioökonomie relevant sein könnte. Also Energie ist ja zum Beispiel ein Bereich schon. Sie haben die Algen angesprochen, Textilien könnten ersetzt werden. Dann im Bereich Bauen hatten wir auch gerade schon mit dem Holz. Welche Bereiche gibt es noch, die ja von Bioökonomie positiv profitieren könnten?
Wie gesagt, es sind industrielle Prozesse. Das Beispiel Waschpulver habe ich genannt, aber man kann zum Beispiel auch aus CO2 Chemikalien gewinnen. Das heißt, da muss man sie nicht mehr fossil herstellen. Man kann chemische Prozesse mit biologischen durch biologische ersetzen, zum Beispiel in sehr giftigen Färbeprozessen und so weiter. Also da ist der Fantasie keine, da sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Bioökonomie spielt in der ganzen Lebensmittelerzeugung natürlich eine Rolle und das reicht dann von neuen Proteinen, die man womöglich sogar synthetisch erzeugen kann, aber die vielleicht auch aus Insekten hergestellt werden, statt aus tierischen Produkten. Wir wollen ja alle, dass weniger Tiere verdichtet, sage ich mal, erzeugt werden, sodass wir die ganzen Probleme von Tierleid, aber eben auch von CO2-Emissionen haben. Also andere Proteingrundlagen für die Lebensmittelproduktion. Aber es geht auch bis in die Logistik hinein. Also es ist zum Teil lernen Logistiker auch davon, wie sich, was weiß ich, das berühmte Beispiel ist die Ameise, aber da gibt es eben auch noch viele andere Bereiche, wo man einfach von Tieren, von Ökosystemen lernen kann, wie die sich organisieren. Wurzelwerke zum Beispiel, ne? Also es ist gar nicht nur die unmittelbare Nutzung biologischer Ressourcen, sondern auch überhaupt das Studium der Natur, von der wir viel weniger wissen, als wir dachten. Also man denkt ja, meine Natur müssten wir doch eigentlich längst kennen, aber der Boden zum Beispiel ist eine große Terra incognita. Die Ökosysteme sind viel zu wenig bisher auch studiert worden. Also Bionik nennt man das auch, ne? Dass sich zum Beispiel technische Konstruktionen auch an den Baukonstruktionen von, was weiß ich, Blättern oder anderen Phänomenen in der Natur, Baumstämmen orientieren und denen was abgucken. Das kennt man vom Flugzeug zum Beispiel, ne? Das hat man ja auch Insekten oder anderen Lebewesen abgeschaut, Vögeln. Wie machen die das? Ja? Also das ist das ganze riesengroße, breite Spektrum. Und es macht, Sie haben es mehrfach gesagt, natürlich auch so schwer und so schwer greifbar. Aber es ist auf der anderen Seite auch faszinierend. Und es gibt eben Leute, die sagen, das ist sozusagen das große chemische Jahrhundert, dass wir das hinter uns haben und dass jetzt das große biologische Jahrhundert kommt. Und das würde dann logischerweise eben auch heißen, dass wir eine Bioökonomie aufbauen. Ja, und auch wenn ich gesagt habe, das klingt schwer, klingt es ja gleichermaßen logisch, denn es gibt ja eigentlich nichts Natürlicheres, als sich bei der Natur Dinge abzuschauen. Eigentlich schon, ja. So war das früher immer, aber wir haben eben heute technische Möglichkeiten, um da viel mehr noch, ja, es uns abzuschauen, aber es dann auch noch für unsere Zwecke eben zu verändern. Und da ist eben die spannende Frage, greifen wir dann in natürliche Systeme zu sehr ein oder wie greifen wir ein? Eingegriffen haben wir immer und werden wir auch immer, aber wie greifen wir ein und tun wir das so, dass wir die natürlichen Systeme am Leben erhalten, damit wir uns auch weiterhin was von ihnen abgucken können? Richtig, und das ist ja wahrscheinlich, ja, das sollte Grundlage sein. Es gibt ja Kritikerinnen, die von einem totalitären Ansatz sprechen, wenn es um Bioökonomie geht. Wie ist das zu verstehen? Die Kritik rührt eben daher, dass sich der Mensch sozusagen anmaßt, sich selbst zum Schöpfer von Natur zu machen. Und gerade in der Gentechnik, im Zusammenhang mit der Gentechnik oder dem, was man heute synthetische Biologie nennt, also das heißt der immer schnelleren Analyse von Erbgut und der immer raffinierteren biotechnologischen Methoden, dieses zu verändern und womöglich sogar neu zu konstruieren, also am Computer Lebewesen aus Genbausteinen und DNA-Bausteinen zusammenzusetzen. Das ist natürlich, geht natürlich schon sehr weit. Also im Moment geht das nur mit Mikroorganismen, aber womöglich lässt sich in Zukunft tatsächlich, lassen sich kleinere oder auch kompliziertere Lebewesen von Menschen schaffen. Und niemand weiß, wozu das führt. Und weil das eben auch in so vielen Bereichen geschehen kann. Also wir sprachen gerade darüber von der Landwirtschaft, von Pflanzen über Tiere, also Tiere, die dann womöglich schwierigen Haltungsbedingungen noch besser angepasst werden können, die noch mehr produzieren können, wissen wir einfach nicht, was hat das für Folgen, wie in Anführungsstrichen unmenschlich, das ist ja immer so schwierig, das bei Tieren zu sagen, aber ich finde es trotzdem richtig, ist das dann, wie
klug sind wir tatsächlich als Menschen oder wie anmaßend sind wir nach wie vor und wie totalitär wollen wir die Natur beherrschen oder wollen wir uns nicht als Teil der Natur verstehen und von ihr lernen und sie weiterhin mit Respekt und wenn nicht sogar Demut behandeln. Das ist so ein bisschen die Debatte, die hinter dieser Kritik des totalitären Ansatzes steht. Vielleicht noch kurz dazu, dahinter steht auch, dass es eben sehr starke wirtschaftliche Interessen gibt, die dahinter stehen und dass die totalitären Entscheidungen, es gibt ja ein Buch, das diesen Titel trägt von Theo Gottwald, dass diese Entscheidungen womöglich auch noch ohne demokratische Kontrolle fällt. Ja, also legen wir unsere Werte quasi mit fest dann in den Entscheidungen, die wir jetzt treffen? Das ist genau der Punkt. Also schafft die Technik neue Werte oder schaffen wir Technik nach den Werten, auf die wir uns verständigt haben? Das ist, glaube ich, genau die Frage, die Bioökonomie sowie auch andere Technikbereiche immer wieder stellt, weil Technologie hat eine Eigendynamik. Technik schafft auch Werte. Technik entsteht ja häufig durch Fortschritte, die Fortschritte generieren und die wieder Fortschritte generieren. Also das Beispiel Gentechnologie finde ich sehr interessant. Die hat tatsächlich, kann man glaube ich sagen, dazu beigetragen, jetzt in der Landwirtschaft, dass wir heute nur noch 4 große globale Player im Saatgutbereich haben. Das war nicht der einzige Faktor, aber es war ein Faktor, der das mit beschleunigt hat. Und das schafft natürlich auch Werte oder jedenfalls Entscheidungen, auch Agrarentscheidungen. Die Frage, finde ich, sollte man mal diskutieren. Hätte man die gleichen Mittel in andere Ideen von Landwirtschaft investiert? Also das Schlagwort heute ist Agrarökologie. Das ist die Vorstellung nicht von großen Kulturen von einer Pflanze, sondern viele Pflanzen auf einem Acker zu erzeugen, damit die sich ökosystemar gegenseitig vor Schädlingen schützen, Schatten verschaffen. Ja, dann brauchen wir halt auch keine Pestizide sprühen. Genau, dann braucht man keine Pestizide oder jedenfalls sehr, sehr viel weniger und die sind dann vielleicht auch biologisch erzeugt. Also das ist eine ganz andere Vorstellung, eine Art Gartenlandwirtschaft, die heute immer intensiver debattiert wird, in der es aber noch relativ wenig Forschung gibt. Also die Vorstellung, dass vielleicht das Geld, das in die Gentechnik geflossen ist, und das sind Unmengen von Milliarden von Euro, in diese Art Landwirtschaft geflossen wäre, dann sähe der Globus heute anders aus. Dann wäre er vielleicht kühler, dann hätten wir mehr Bäume und so weiter. Deswegen sage ich, Technologieentscheidungen sind auch Entscheidungen, die erhebliche Folgen für Werte, für Prioritäten, für ja, dann ökologische Realitäten haben. Und deswegen sind die so wichtig. Absolut. Und sie betreffen ja auch immer, Sie haben es gerade schon gesagt, den ganzen Planeten. Und trotzdem wird ja oft bei uns darüber gesprochen. Sollten wir mehr über den Tellerrand auch schauen, in Richtung Schwellenländer zum Beispiel, in denen ja auch viel angebaut wird einfach? Das müssen wir, weil wir die Produkte aus diesen Schwellenländern ja nutzen. Europa und auch Deutschland kann sich nicht selbst versorgen, jedenfalls nicht bei der Art von Konsum, die wir im Moment haben und bei der Art von auch Ernährung, die wir haben. Das heißt, wir tragen enorme Verantwortung für das, was in anderen Weltregionen passiert, was in Brasilien passiert, was in Indonesien passiert, was in afrikanischen Staaten geschieht und noch geschehen wird. Wir müssen über den Tellerrand schauen. Und vielleicht, um mal auf die politische Dimension zu kommen, Deutschland organisiert ja seit einigen Jahren einen sogenannten Global Bioeconomy Summit. Und da geschieht genau das. Aus meiner Sicht geschieht es zu technologieorientiert und zu wenig mit Blick auf solche Vorstellungen auch von ökologischen Systemen, über die wir gerade im Kontext von Agrarökologie gesprochen haben oder zu wenig mit dem Nachdenken über Wirtschaftswachstum, über neue soziale Innovationen. Aber es gibt immerhin so einen Rahmen. Und auch da, denke ich, ist es wichtig, dass die Gruppierungen aus der Zivilgesellschaft, die diese anderen Fragen stellen, da auch eine größere Rolle spielen, stärker eingebunden werden, stärker gehört werden, stärker mitdiskutieren. Aber immerhin gibt es diesen Summit und ich glaube, alle, die sich mit Bioökonomie beschäftigen, wissen, das ist ein globales Thema und die Diskussion, wie viel machen wir regional und lokal und wie viel
macht es Sinn, durch auch Export und Importe und den Austausch in jedem Fall aber von Wissen zu teilen, die ist sehr, sehr wichtig. Sie haben vorhin, glaube ich, ich weiß gar nicht mehr, ob den Bioökonomierat angesprochen oder die Bioökonomiestrategie, was ja zwei Dinge sind, die es in Deutschland bereits gibt. Sind das denn die Wege, über die man sich mehr einbringen könnte als Teil der Gesellschaft? Oder wie wäre der Weg jetzt für mich als Verbraucherin zum Beispiel da, mich mehr zu engagieren oder zu informieren? Man kann sich auf vielfältige Weise einbringen. Also das eine, es gibt eine Bioökonomiestrategie, die ist sogar gerade ganz neu im Januar vorgestellt worden. Federführend sind das Wissenschafts- und das Landwirtschaftsministerium, aber auch andere Ministerien waren daran beteiligt. Und diese Strategie ist also formuliert. Nun ist die Frage, wird sie auch umgesetzt und wie wird sie genau umgesetzt? Und wird sie eher mit der Perspektive Wirtschaftswachstum zu erzeugen, was eben drin steht, umgesetzt, oder wird sie eher mit der anderen Perspektive umgesetzt. Die Bundesregierung ist gerade dabei, ein Begleitgremium, das wohl nicht mehr wie bisher Bioökonomierat heißen soll, neu zusammenzustellen. Es ist gerade im Schwange. Wir wissen noch nicht, wer darin sitzen wird, wer vertreten ist. Einige Organisationen aus dem Naturschutzkontext und auch aus anderen, auch aus entwicklungspolitischen Kontexten haben versucht zu bewirken, dass auch sie in dem Gremium vertreten sind. Wir sind alle sehr gespannt, denn das wäre in der Tat der Ort, an dem man unmittelbar auf die Bioökonomie strategischen Umsetzungen Einfluss nehmen kann. Aber jenseits dessen können natürlich Bürger als Konsumenten Einfluss nehmen. Was kaufe ich? Welche Produkte kaufe ich? Wie viel kaufe ich? Wie viel Fleisch esse ich? Wie viele Klamotten kaufe ich? Wie oft kaufe ich Klamotten? Das ist immer eine bioökonomische Entscheidung, wenn man so will. Der gute alte Kassenbon als Stimmzettel. Jeden Tag. Durchaus, ja. Das wird ja registriert, ob weniger Fleisch gegessen wird zum Beispiel, ob mehr hochwertige faire Baumwolle gekauft wird. Dann stellt sich auch Industrie darauf ein. Aber ich würde noch mal gerne sagen, natürlich ist jedes Engagement in einem Naturschutzverband oder in einer politischen Partei eine Chance, auf all die Themen Einfluss zu nehmen, über die wir gesprochen haben. Je informierter wir sind, desto genauer können wir uns offenbar auf Prioritäten verständigen. Vielleicht nicht wahnsinnig überraschend und trotzdem spannend. Auch in Studien bestätigt sich, dass die Deutschen am ehesten eine konkrete und eben oft auch aufgeschlossene Meinung gegenüber technologischen Fragen haben, wenn ihnen denn der Nutzen klar ist. Das zeigt auch das Technikradar von Akkatech und Körber Stiftung aus dem Jahr 2018. Dort stimmten etwa die Hälfte der Befragten der recht allgemeinen Aussage zu, dass Technik die Lebensqualität für nachfolgende Generationen verbessern wird. Viel eindeutiger war die Haltung zu einer konkreten Problemlösung. Die große Mehrheit, nämlich 83% der Deutschen, findet nämlich den zunehmenden Einsatz von erneuerbaren Energien zur Bekämpfung der Klimaerwärmung sehr nützlich oder nützlich. Und wie mit Christiane Gräfe schon besprochen, Energie ist nur ein bioökonomisches Beispiel von vielen, über die wir teilweise noch in den 5 weiteren Folgen dieser Podcast-Staffel sprechen werden. Für alle, die nicht nur hören, sondern auch lesen wollen, haben wir das aktuelle Technikradar zum Thema und natürlich auch die Buchtitel, um die es im Gespräch mit Christiane Gräfe ging, in den Shownotes verlinkt. Ihr aktuelles Buch Global Gardening hat ja den Untertitel Neuer Raubbau oder Wirtschaftsform der Zukunft in Bezug auf Bioökonomie. Was ist es denn nun? Das hängt davon ab, wie wir die politischen Rahmenbedingungen setzen. Es ist die Wirtschaftsform der Zukunft, wenn sie einen sehr differenzierten Wachstumsbegriff hat, wenn sie richtig abwägt zwischen Wachstum hier und wirklich auch Rückbau an anderen Stellen, wo wir zu viel Druck ausüben auf die Ressourcen. Also sprich in erster Linie würde ich sagen Verkehr und Verbrennung fossiler Ressourcen, aber eben auch bei der Tierproduktion und so weiter. Aber dafür können und sollten wir vielleicht wachsen in der intensiveren Nutzung von Ressourcen, in der schlaueren, intelligenteren Nutzung, mit Kreislaufwirtschaft, diesmal wirklich ernst meint und nicht so ein bisschen Recycling hier und ein bisschen Recycling da, sondern wirklich Kreisläufe in den passenden regionalen, lokalen, globalen, wie auch immer Kontexten organisiert wird. Also es kann beides sein und es muss meiner Meinung nach eben die Chance sein.
Und wenn wir die Chance nutzen und jetzt mal 10 Jahre weiter skippen, wie sieht dann Ihre perfekte Welt oder Ihre perfekte Gesellschaft aus? Die Vision für eine perfekte Gesellschaft? Also es wäre eine Gesellschaft, die zunächst mal anerkennt, dass die ökosystemaren Grenzen, dass wir von denen so sehr abhängen, dass sie eigentlich die Priorität sind. Und dass auch soziale Zusammenhänge sich in diese Grenzen fügen müssen. Auf dieser Grundlage würde ich sagen, Agrarökologie als Produktionssystem, dass Landwirtschaft und auch Agroforstsysteme, dass Landwirtschaft und Waldbau oder Holzproduktion verbindet und dann aus den Möglichkeiten, die uns Böden, Ressourcen lokal auf je unterschiedliche Weise bieten, mithilfe von Technik, von digitalem und biologischem und auch vielem anderen Wissen, auch sozialem Wissen, Produktion neu organisiert und das in Kreisläufen. So, jetzt, das ist meine ideale Vorstellung und das kriegen wir ganz bestimmt nicht in 10 Jahren hin. Aber es ist ein Ziel, glaube ich, auf das wir uns noch lange nicht verständigt haben und auf das wir uns erstmal verständigen müssen, um dann daraus abzuleiten, die Prioritäten für jeden einzelnen Bereich. Und ich hoffe, die Verständigung kriegen wir in sehr viel weniger als 10 Jahren hin. Das ist in der Tat dringlichst. Und natürlich läuft auch immer alles parallel. Ich meine, das ist ja auch so eine Vorstellung, von der wir uns vielleicht verabschieden müssen, dass man jetzt das Perfekte beschließt, um dann es einfach nur abarbeiten zu müssen. Die Gesellschaft, zum Glück leben wir in einer Demokratie, lernt und lernt und lernt. Und jede Entscheidung hat auch meistens negative Folgen und man macht Fehler. Zum Glück können wir in der Demokratie Fehler korrigieren. Also es wird ein Prozess sein, ein Prozess, bei dem das Wichtigste ist, dass die Gesellschaft immer wieder hinterfragt und trotzdem muss man sich einmal auf Prioritäten verständigen, die uns die Natur, die uns das Klima, die uns Boden, Wasser und die Eigendynamiken, sage ich mal, die Weisen auch Eigendynamiken der Natur setzen. Ja, und das nehme ich aus dieser Folge mit, glaube ich, dass nicht nur alles im Flow ist, sondern dass wir lernen dürfen, müssen und werden. Vielen, vielen Dank, Christiane Gräfe. Ich habe zu danken. Vielen Dank. Das war der Future Changers Podcast der Körberstiftung mit der Reihe Biobasiert. In den nächsten Folgen dieser Staffel spreche ich mit weiteren Experten und Expertinnen über Bioenergie, Biotech in der Sneakerforschung, ressourcenschonendes Bauen mit Holz, Laborfleisch als mögliche Alternative zur Massentierhaltung und über Biokunststoff aus Abfallfetten. Wir freuen uns über Abos, Likes und Kommentare auf allen gängigen Plattformen. Das Gleiche gilt auch für den Gesellschaft besser machen in weniger als 30 Minuten Podcast. Eine weitere hörenswerte Produktion der Körberstiftung. Future Changers ist eine Produktion der Körberstiftung. Idee, Projektleitung und Redaktion: Lisa Schachner. Redaktion und Moderation: Anna Schunk. Produktion: Theresa Sickert. Mitgearbeitet haben Amelie Rolfs und Nas Alwindi.